okay. Ernsthaft, ich weiß nicht, ob wir da lang müssen, so, deswegen weiß ich, also. Sind wir hier noch richtig? Du, ich habe meinen Kompass leider daheim vergessen. Das muss ich dir leider sagen. Survival-Training. Warum gewinnen ausgerechnet wir ein Survival-Training? Und warum ist es immer so früh, dass man da anfangen muss? Warum kann man nicht erstmal am Nachmittag surviven? Am Abend surviven, in der Dunkelheit. Und dann gemütlich abends surviven. Bist du noch ein bisschen verkatert? Und du nicht, oder was? Das war schon lustig gestern. Ja. Aber ernsthaft, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe absolut keine Ahnung. Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Survival-Training und da bekommen wir anscheinend den ganzen... Ich weiß gar nicht, was da drauf stand auf diesem Flyer. Ich weiß gar nicht, was passiert. Wir lassen uns überraschen und wir werden es hoffentlich überleben. Das heißt jetzt Survival. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, hier, das müsste der Treffpunkt sein. Aber die Kreuzung? Genau hier. Mach mal hier. Ein Zeichen, ein Kreuz. Ja, genau, Lotte und Leon, richtig? Richtig. Ja. Dann morgen du richtig. Markus sein? Richtig. Hi. Richtig, Lotte. Lotte, ja. Schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Ja. Noch? Ja. Wir wissen eigentlich gar nicht, was uns erwartet, so wirklich. Sehr schön. So soll es auch sein. Tatsächlich beim Survival weiß man das immer nicht, was ist. Nächstes passiert. So gemein wollen wir heute aber nicht sein. Deswegen ganz kurz für euch einen kleinen Tagesüberblick. Wir fangen jetzt mit, sag mal, der Tagesübersicht an, um zu gucken, was haben wir so alles vor. Was müssen wir erledigen für heute Abend? Ihr wollt ja auch, denke ich, was essen, was trinken. Ja. Und damit wir das alles finden, geht es auch jetzt direkt gleich los mit dem Thema Orientieren und dem Kompass. Ich habe schon einen. Wir haben schon einen. So, Freunde des Survivors, jetzt kommen wir zu dem angenehmen Teil des Tages für mich. Denn ich kriege immer gleich ganz viel zu essen. Wir wollen uns ja wir jagen heute... Oder was? Absolut, ich auf jeden Fall. Denn ich jage jetzt nach eurem Rucksackinhalt. Wir wollen uns ja heute komplett selbst versorgen. Deswegen dürft ihr mir jetzt gerne alles... was ihr zum Essen dabei habt, eure Schokoriegel, eure Softdrinks, euer Bierchen, alles gerne geben. Wollen wir das wirklich uns selbst versorgen? Ich hab so viel eingepackt. Marshmallows. Ja, ein ganzes Mittagessen. Oh, was haben wir da gleich, einen ganzen Beutel? Ja, ich hab... sehr schön. Mamas Nudelsalat, den nehme ich auch immer gerne. Herzlichen Dank, im Beutelchen schon, sehr schön. Ja, wunderbar. Das schöne Fruchtgetränk passt perfekt. Gut, mein Mittagessen habe ich. Und damit ihr mir nicht gar so traurig und hungrig guckt, bekommt ihr jetzt von mir jeder eine Plastiktüte. Zum Essen. Zum Essen sammeln, ganz genau. Dankeschön. Und damit ihr es auch findet, jeder einen Kompass. Lotte, bitteschön. Dankeschön. Und das werden wir uns jetzt gleich angucken, wie der funktioniert. Dafür verlassen wir aber diesen schönen Ort und gehen direkt in den tiefen Wald. Okay. Dann let's go. Wir sind bereit. Los geht's. Ein Gegenstand und 1000 Fragen, der Kompass. Ja. Wie sieht's denn aus mit euren Kenntnissen dazu? Naja, der Pfeil zeigt nach Norden. Das ist gut. Das reicht uns schon mal. Fast. Zwei Sachen, jetzt sage ich euch noch. Okay. Entsprechend winkeln müssen wir laufen können mit dem Kompass und einhalten. Das ist relativ einfach und dann geht's für euch auch direkt los. Den Weg habe ich schon vorbereitet. Beste Wanderroute. Ja, ich sehe schon. Ja, klettern. Okay. Der Kompass zeigt nach Norden, hast du vollkommen richtig gesagt. Den Kompass halten wir vors Auge, peilen unser Ziel an, entsprechend der Richtung, die ihr von mir bekommen habt. Wenn der Winkel der Richtung hier unter dem gelben Strich ersichtlich ist, dann seid ihr auf dem richtigen Pfad. Für den reichlich gefüllten Buffettisch heute Abend habe ich euch hier eine kleine Übersicht zusammengestellt mit Pflanzen, auf die wir uns heute fokussieren wollen, die wir sammeln und dann zubereiten gemeinsam. Das sind dabei Dinge, die ihr kennt, Brombeeren, Himbeeren, Walderdbeeren. Wir haben die gute Brennnessel, den Löwenzahn und dergleichen noch vieles mehr. Da lasst euch mal
überraschen. Ich gebe dir das mal vertrauensvoll. Und die Speisekarte. Und dann bitte um reichliche Auswahl. Davon werden wir nachher satt, ja? Absolut, absolut. Ich vertraue dir da mal. Okay. Die Marshmallows hätten es auch getan. Gibt es hier einen Marshmallow-Baum? Der wächst dort hinten, deswegen kriegt er jetzt die Richtung zu dem Baum. Okay. 120 Grad, okay. 500 Meter. Und der Startpunkt ist in diese wunderschöne Richtung. Okay. 120 Grad, 500 Meter. Exakt so, wie wir es besprochen haben. Okay. Ich folge euch unauffällig. Richtig. Ja, das geht dann über dir lang, ne? Sicher. Sicher. Opa. Du bist doch auf dem Kompass. Siehst du schon was Essbares? Rinder essen? Nee, ich glaube, Rinde ist schwer. Rindenmulch? Hm. Oh. Super, was haben wir denn da? Richtig gut. Mhm, Brombeeren, unser oder? Erstes ja. Essen gepflückt. Lecker, lecker. Sehr gut Schaut gemacht. Gut aus, oder? Die jungen Blätter könnt ihr auch direkt mitnehmen. Essen. Die in den Salat heute Abend geben, als Gemüse kochen oder ein Smoothie zubereiten. Das überlasse ich dann eurer Fantasie, wie ihr das hinbekommt. Haben wir einen Mixer dabei? Also die jungen Blätter ohne die Dornen am besten. Exakt. Alles klar. Hey, bist du sicher, dass wir hier durch müssen? Ja, na, doch. Lass lieber außenrum laufen. Was für außenrum? Leon, hier geht's lang. Lotte. Ja, es ist halt Wald, was soll ich machen? Ey, aber das stimmt doch niemals. Hä, doch, da, guck mal. Da vorne sieht's doch schon wieder. Nein, das kann gar nicht sein. Leon. Ich glaube, wir müssen zurück und einmal um. Ja, ah. Hi. Herzlich willkommen zu Hause. Hi. Hab ich dir doch gesagt. Ja, sehr gut. Gut, ihr Lieben. Jetzt wollen wir uns häuslich niederlassen. Wir bauen jetzt gleich einen Unterschlupf, beziehungsweise ihr. Ich habe hier schon mal was vorbereitet für euch, ein Modell, das ich euch einmal kurz vorstelle. Und dann dürft ihr gleich selbst aktiv werden. Okay. Wir haben hier den sogenannten A-Frame-Unterschlupf. Im Endeffekt eine sehr simple Sache. Ihr seht einen schräg aufgerichteten Ast, der vorne gestützt wird. Das kann durch einen Astgabel sein, so wie hier, oder durch sonst was Natürliches. Und dann werden einfach die Stöcke von klein zu groß immer wechselseitig gegengelehnt. Und somit seht ihr, da gibt es dann auch komplett ohne Schnur oder Ähnlichen ein super stabiles Konstrukt, das nachts dann auch nicht einstürzt. Okay, also das in groß. Das in groß, two person. Dann würde ich sagen, raus die Pickel und auf geht's. Alles klar. Okay. Leicht Nein, locker. Natürlich. Guck mal, es geht noch darüber. Und wie oft noch? Wir sollen das Modell, was da steht, Leon, jetzt hier hinbauen. Und du fängst da jetzt an, noch irgendwie drei extra ja, weil es, weil wir da nicht zu was? Zweit reinpassen. Wie das soll wird das voll locker super reichen. Eng. Jetzt vertrau mir doch mal. Guck mal. Leon. Buddel mir den Boden doch aus. Was für ein Boden ausbuddeln? Ja, das wird schon gehen, oder? Ihr seid ein Pärchen, oder? Wir? Ne. Nee. 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 Ganz sicher nicht. Hört sich fast so an. Nee, wir sind WG-Mitbewohner und Freunde sind wir. Aber jetzt sag doch mal, das wird doch reichen von der Größe her, oder? Wenn man die Seite jetzt doch hier so, also nicht den da, sondern so runter machen. Ich denke, es ist ein bisschen klein für die Leute. Sag ich doch. Ja, gut, gesagt. Dann bauen wir halt jetzt ein größeres. Mann, ich hasse es, wenn du recht hast. Ja, ich habe aber immer recht. Ja. Ist das nicht schön geräumig hier? Mhm. Finde ich auch. Leute, wir haben es geschafft, unsere Unterkunft für die Nacht zu bauen. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir die gefunden haben, dann swipe nach oben. Dann sagen Sie doch, was genau haben Sie sich denn vorgestellt? Also ich hätte gerne eine großzügig geschnittene Wohnung. Und dann sollte es möglichst lichtdurchflutet sein. Und natürlich eine ruhige Lage mit Blick ins Grüne. Ich dachte da so an 500 Euro warm. Ich denke, da habe ich genau das passende Angebot für Sie. Sehen Sie doch mal hier. Au! Oh. Die nehme ich. Gemütlich. Ja, voll. Ja, herein. Was macht euer Unterschlupf? Sitzt, wackelt, hat Luft. Perfekt. Das klingt doch gut. Ja, langsam wird's dunkel. Mhm. Es ist an der Zeit, dass wir unser Feuer anzünden. Oh ja. Dann wird's wärmer. Ihr merkt, es ist schon etwas kühler. Ja. Dann lasst euch überraschen. Jetzt haben wir es schon fast geschafft. Jetzt noch die Königsdisziplin Feuer machen. Wir, wie schon angekündigt, wollen heute die urtümliche Methode probieren, nämlich
das Feuer bohren. Hier habt ihr ein Piktogramm, wie das Ganze aussieht, dieses Set. Und das lasst uns jetzt mal zusammen suchen und zusammen bauen. Und dann versuchen wir unser Glück. Ich habe euch hier für heute ein Bohrbrett und ein Handstück mitgebracht, um es etwas einfacher zu gestalten. Der Beginn zum Feuerbohren ist, dass ihr euch im Bohrbrett eine Vertiefung sucht, in der dann die Spindel fixiert in Rotation versetzt wird unter Zuhilfenahme unseres Bogens, bei dem wir die Sehne einmal um die Spindel geben. Durch die Rotation bohrt sich die Spindel in das Bohrbrett ein und erzeugt Abrieb, also feines Holzmehl, das wir dann in einem fauden Kanal, den wir in das Holz schnitzen, sammeln und dann zum Glühen bringen. Ein bisschen Feuer. So weit, so gut. Ja. In der Theorie ganz einfach. Mhm. Ah, jetzt wird noch ein bisschen geschnitzt. Hast du auch so ein Messer dabei? Na klar. Okay, also einmal eindrehen hier. Heute noch? Hey, hey, hey. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, es regnet. Ja, guck mal, ich hab's schon fast geschafft. Leon. Runde 2. Also, du hast es beim ersten Mal hinbekommen. Also, come on. Ja, ich mach das ja auch jeden Tag gefühlt. So. So. Ja. Okay, 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 okay. Ernüchternd. Oh, es rau. Und da haben wir jetzt ein Feuer draus bekommen. Genau, siehst du, es regnet gerade auch wunderbar drauf auf unseren Holzabrieb. Mhm. Deswegen wäre das jetzt der Moment für den Plan B. Ich habe hier euch einen Feuersteel mitgebracht, mit dem wir jetzt gleich versuchen werden, durch Erzeugen von Funken unser Stroh anzuzünden. Ja, würde ich sagen, bist du dran. Ladies, sag mal, was du kannst. Okay. Warum? 3 Stunden später. Nicht! Aber es funkt. Okay, mein Daumen. Wenn du nicht mehr kannst, übernehme ich. Nee, 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 das klappt schon. Wird einfach nicht über. Nachdem ich ja gnädig zu euch bin, habe ich dir ein bisschen Survival-Zunder mitgebracht. Ist das das, was ich denke, dass es ist? Absolut, schöne trockene Watte. Das heißt, wir holen uns jetzt hier ein Stückchen. Das hat man auch wirklich im Wald dabei. Ja, das hast du meistens. Heute im Wald dabei, genau. Ja. So, und jetzt wirst du sehen, wird es gleich viel einfacher gehen. Oh mein Gott! Hey, siehste. Siehste, langsam kommt. So, lass es, lass es. Wir haben jetzt einfach ein Feuer. Schaut doch gut aus. Das wichtigste Hammer. Wir haben Feuer. Jetzt ist euch auch ein bisschen wärmer. Da freuen wir uns alle. Und jetzt gehört natürlich zur Lagerfeuer-Romantik auch noch ein schönes Steak. Ja, bitte. Habt ihr, oder? Ja, ich, sowas von. Ich könnte eine ganze Kuh essen, glaube ich. Deswegen war ich auch schon sehr nett und habe für euch gesammelt. Und die Dame der Runde ist natürlich die, die heute zuerst das Essen bekommt. Oh. Da müssen wir Gentleman sein. Mhm. Du kannst ja schon gerne hier mal einen Blick reinwerfen. Was? Ich such dir auch mal den schönsten aus. Wir machen das zusammen, komm. Ja, du hast doch Hunger, oder nicht? Einen für dich. Das riecht aber schon. Komm. Jetzt komm. So, liebe Lotte, hier einmal der erste Snack für heute Abend. Oh Gott. Wir wollen das leckere Glibber im Inneren. Pass auf, dass es nicht abhaut. Oh Gott. Außenrum ist der Chitinpanzer, den können wir nicht verdauen. Das heißt, den darfst du dann nach Genuss des Inneren gerne ausspucken. Mhm. Dich erwartet ein leicht cremiger, nussiger Nachgeschmack. So, dann würde ich sagen, alle zusammen. Okay. Nimm ihn. Warte. Wie nimmt man den? Einfach festhalten. Komm, du kannst das. So. Und?
Hier. Nachschub haben wir. Oh, fertig. Nehmen. Warte. Kannst du auch ein bitte nehmen? Bitte. Ich habe leider gerade beide Hände voll. 3, 2, 1. Sehr gut gemacht. Oh, geht voll. Und? Wie schmeckt's? Klebrig. Nachdem wir ja alle satt werden wollen, ist dann hier jetzt dein machst du ich hab das. Keinen Hunger mehr. Und? Cremig tatsächlich. Nachschlag? Geht schon. Oh, du hast voll schnell, aber... So ein bisschen nach Haselnuss. Ich finde, es hat nach Seife geschmeckt. Ein bisschen, ja, nach Seife. So, boah, für die großen Jungs einen großen Snack. Wir wollen ja satt werden. Damit wir jetzt dann auch gleich zurück können zum Unterschlupf. Ich würde sagen, wir machen es gerade wie bei Lotte. Ich füttere dich. Oh Gott. Wir machen einen Countdown und dann geht's los, okay? Oh mein Gott. Nee, der guckt mich an. So, Leon. Nicht hinschauen. Mann oder Maus? 3, 2, ja! Das ist so eklig. 1. Oh Gott! Oh, es hat den Crunch so gemacht. Ja, doch gut gemacht. Super, es hat gecrunched, ich hab's Roten gehört. Wenn der Typ war, dann können wir jetzt den nächsten holen. Also vom Geschmack her ist es echt tatsächlich gar nicht schlecht. Ja, ist nussig, aber so der Weg dahin. Boah. So, dasselbe Spiel nochmal. So, liebe Lotte. Bitte nicht. Ich habe wirklich nur einen Wunsch. Du hattest ja so viel Donuthunger. Ja, aber das ist kein Donut. Jetzt hätte ich gerne stillen. Du kennst ja schon von Leon eben. 3, 2, 1. Komm, du packst es. Nicht lange nachdenken. Nicht lange nachdenken, nicht nachdenken. Warte. Fürchte dich nicht, wir sind bei dir. So, jetzt machen wir schön A. Komm. 3, A. 3. Komm, du packst es, du packst es. Augen zu und durch. 1. Oh Gott, ich konnte es im Mund halten. Ich hatte es im Mund drin. Wie jetzt? Und? Völlige Überforderung. Gut, ihr Lieben, jetzt haben wir es fast geschafft. Wir haben gegessen, wir haben Feuer, wir haben Unterschlupf gemacht. Wir hatten vorher besprochen, dass wir nicht dort das Essen zubereiten, wo wir schlafen, um keine wilden Tiere anzulocken. Ihr wisst, den Unterschlupf hat man hier in dieser Richtung mit 210 Grad. Circa 300 Meter, einfach geradeaus, den Weg sind wir hierher gegangen. Wir haben den Kompass. Ich denke auch, ihr habt da jetzt genug schon gelernt und bewiesen. Den Rest überlasse ich euch noch zum Sattwerden. Mhm, das ist aber lieb. Sehr gerne, so bin ich. Dankeschön. Und dann verabschiede mich an der Stelle, wünsche einen schönen Abend. Danke. Dankeschön, es war ein Fest. Und aber ja, kein letztes Mal. Dann geht's auch schon bald weiter, so ist es. Leon, vielen Dank. Mach's gut. Stimmt, danke dir für alles. Dankeschön. Warte, mach's gut. Vielen Dank. Lasst euch schmecken. Ja, dankeschön. Einen schönen Abend euch noch. Eben. Leon, ich kann die wirklich nicht essen. Weißt du was? Ich. Oh. Ich kann's voll verstehen. Können wir die nicht einfach freilassen? Ja, komm. Schenken wir ihnen die Freiheit. Kreucht und fleucht, ihr Freunde. Das war ein Erlebnis. Ja. Egal, das macht man auch nicht alle Tage. Oh. Wie? Also, ich verstehe noch, wir müssen den Weg zurückfinden, aber wie soll ich das machen, ohne überhaupt irgendwas gegessen zu haben, außer diese Magen und dann Heuschrecken und vielleicht kann ich noch ein Blatt Gras essen. Wirst du gerade hangry? Vielleicht, eventuell. Hier, halt mal kurz. Er hat mir nämlich nicht alles abgenommen. Einmal. Yes! Zweimal. Und Schokolade auch noch im Start. Leon! Na? Oh mein Gott! Ich liebe das! Ich liebe das!
Ja, weiß ich doch. Wie hast du das? Nicht, dass er gleich wiederkommt und es noch irgendwelche anderen Kriechtiere andrehen will. Hä? Ja, das können wir sowas von ins Feuer machen. Ja, nicht so, aber ja. 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 Cheers. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Besser als so Heuschrecken. ganz leicht. Ein bisschen süßer. Aber auch crunchy. Leon, du bist Lebensretter. Das war echt viel zu selten. Wenn ich noch ein S'more esse, dann platze ich. Bitte nicht. Zuckerschock des Lebens. Mhm. Vielleicht doch die Mahn besser gewesen. Na, passt schon. War doch jetzt lecker. Feuer ist jetzt sowieso aus. Gehen wir zurück zu unserem Camp. Ja. Wo es ganz dunkel wird. Ja. Ich glaube, wir haben ein paar Kekse verloren. Hier ist unser Frühstück. Immerhin finden wir den Weg zurück, wenn wir die jetzt... Hänsel und Gretel, ja. Alles klar. Also, wir müssen da lang. Was hast du da gesagt? 120 Grad irgendwas. Hast du deinen Kompass noch? Das finden wir doch auch so, oder? Aber ja, kannst versuchen. Irgendwo habe ich den noch. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Hm. Stell dir mal vor, dein Name und Theos Name wäre gezogen. Dann hätte ich jetzt hier mit Theo gekuschelt, oder wie? Ja. Oder Vicky und Theo, wäre auch gut gewesen, die Kombination. Nee, schon gut, dass es uns erwischt hat hier. Ja? Wird Schlimmeres, ja voll. Ich finde, es wird auch Schlimmeres, als mit dir hier drin zu sein. Tell me straight up.